Hallo, moin. Überraschung, es gibt einen zweiten Kanal. Wieso das denn? Weil ich auf diesem Kanal keine zwei Themen vermischen möchte. Ich hasse es, wenn ich hier auf YouTube jemanden abonniert habe, der ein bestimmtes Thema hat und auf einmal geht es um etwas ganz anderes. Das will ich dann immer nicht sehen. Und ich unterstelle einfach mal, dass es dir vielleicht ganz ähnlich geht. Deswegen werde ich diesen zweiten Kanal eröffnen, beziehungsweise ich habe ihn jetzt schon ja, eröffnet vor ein paar Tagen und ich habe schon zwei Abonnenten. Hey! Ja, also auf diesem zweiten Kanal geht es um Dreadlocks. Was für eine Überraschung. Es gibt dazu doch einiges zu erzählen. Was ich vor allen Dingen für mich haben möchte, ist eine Timeline. Also ich habe, als ich vorher mich über Dreadlocks informiert habe und alles hier auf YouTube gesehen habe, da habe ich die Videos geliebt, wo die Leute gezeigt haben, wie sich ihre Dreadlocks entwickeln. Weil die wachsen ja nicht nur, sondern also sie verändern sich einfach auch. Und das ist einfach schön, das über die Zeit zu sehen, bis sie dann irgendwann so ganz lang sind. Und ach ja, toll. Also sowas hätte ich für mich einfach auch gerne. Und außerdem möchte ich da ein paar Leute ermutigen, nämlich diejenigen, die sich nicht trauen, sich Dreadlocks machen zu lassen. Vielleicht auch aufgrund ihres Alters. Und da die meisten Videos hier auf YouTube zum Thema Dreadlocks eben von diesen wunderschönen jungen Leuten gemacht worden sind, aber kaum jemand Älteres dabei ist, muss ja irgendjemand den Anfang machen, ne? Also mache ich das doch mal. Ja, ansonsten, ja, wenn es dich interessiert, wie so die Reaktionen auf meine Dreadlocks waren, so in meinem privaten Umfeld und was so für Fragen kommen und wie so meine Meinung dazu ist, dann komme ich doch gerne auf den zweiten Kanal besuchen. Mein zweiter Kanal nennt sich Dreadlü. Ich weiß, das ist jetzt nicht besonders kreativ. Mir ist eben nichts anderes eingefallen. Ich werde dir einen Link in die Videobeschreibung hier setzen, weil wenn du Dreadlü eingibst, dann wirst du mich dort wahrscheinlich einfach nicht finden, weil der Kanal so winzig, winzig klein ist. Und wenn dich dieses ganze Dreadlock-Gequatsche überhaupt nicht interessiert, dann bleib einfach hier auf diesem Kanal. Hier geht es weiterhin um den Jakobsweg, ums Pilgern, ums Wandern. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.